Es hilft natürlich gar nichts, wenn hier der Wohnwagenfahrer das Wohnwagengespann nicht überzieht. Da kann ich hier auf die mittlere Spur ziehen, so viel ich will, da kommt der Kollege nicht raus. Naja, ist ja rübergezogen. War ja nicht so schlimm. Hätte aber schöner laufen können. Besser. Wenn du mit dem Wohnwagen unterwegs bist, musst du dich an gewisse Regeln halten. Gewöhnen. Du wahrscheinlich nicht doppeln. Musst du dich an gewöhnen. Wenn du von hinten nicht doppeln bekommst und meinst dir, ich stelle das mal kurz auf die Bremse, dann kann es sein, dass du keinen Wohnwagen mehr hinten drin hast und nur noch ein Häufchen Holz. Freu dich! Hast du schon mal das Holz für dein Lachefeuer draußen in der Wildnis? Kannst du gleich hinterher ziehen. Brauchst du keine Gedanken mehr machen über das Feuerholz. Musst du nicht mehr im Wald suchen. Brauchst du nur noch deinen Wohnwagen auf die Feuerstelle stellen, Benzin drüber schütten und anzünden. Ja. Aber räum die Kiste vorher aus. Ja. Was noch gut ist, was noch ganz ist in einem Stück. Viel wird es nicht sein, wenn da ein LKW drauf fährt. Der zerknürt das Ding nämlich komplett. Das ist ja nur Holz und Plastik. Und ein bisschen Alu. Oder hier, blub, was für Material auch immer. So eine Außenwand, so eine ganz dünne Außenwand, die einfach nur draufgeklebt wird. Mehr ist es eigentlich nicht. Auf Holz. Auf Pressspan. Also schon stabiles Holz, muss man sagen. Ich habe ja auch so einen Wohnwagen, habe ich schon mal zerlegt. Vorschlaghammer. Das ging relativ fix. Ey. Die Außenhülle, ne, außen dran, also am Rand, mit Nägeln befestigt und innen mit Kleber. Aufs Holz gepappt. Mehr ist es nicht. Das Metall abziehen, zusammenrollen und ab in die Tonne damit. Kriegst du Geld für. Ist zwar nicht viel, aber naja. Und den Rest, den kannst du in den Ofen schieben. Verbrennen. Das ist saubere Angelegenheit, das ist kein Müll. Da so ein bisschen Styropor dazwischen für die Wärmedämmung, natürlich. Ja, deswegen darfst du ja auch niemanden hinten drin befördern während der Fahrt. Ist verboten. Wenn da jemand hinten drin liegt zum Schlafen, dann gute Nacht. Mahlzeit. Ja, wunderbar, was passieren. Da könnte ein LKW drauf fahren. Wenn du schläfst, du liegst hinten in der Koje drin. Möchte man lieber nicht drüber nachdenken. Es gibt auch manche Leute, sieht man ja auf YouTube, das sind Kollegen aus Amiland, die fahren LKWs. Also Autofahrer, wenn du einen Gas gibst, musst du hinter mir rein, weil jetzt gerade eben richtig schön Verkehr von hinten kommt. Ich kann nicht raus, ich kann die nicht rauslassen, ich habe gerade ein Wohnmobil neben mir. Und da ist ein Bahnübergang und er meint noch, es sind eigentlich zwei Bahnübergänge und er bleibt direkt vor der Ampel stehen. Ich weiß ja, was sich manche Leute denken. Und zwischen der Zugmaschine und dem Auflieger fährt der Zug durch. Also, hallo? Ja, die Schranke kann nicht zugehen, weil der LKW, der Auflieger, genau in dem Moment, hinter der Zugmaschine geht die Schranke runter. Aber die kann nicht komplett runtergehen, weil der Auflieger im Weg ist. Und er, der Kollege, steht an der Ampel. Bei Bahnübergängen, egal was die Ampel, egal was die Autofahrer hinten dran sagen, ist scheißegal. Vor den Bahnschienen anhalten. Komm nicht auf die Idee und stell dich mit einem Zug auf die Bahnschienen drauf. Du hast keine Möglichkeit mehr rüberzufahren. Wenn da hinten dran Auto klebt, hast du keine Möglichkeit mehr rüberzufahren. Viel Spaß mit dem Trümmerhaufen, der dann am Schluss rauskommt. Da kam der Zug an, der hat das Ding mal kurz mitgeschliffen. Da war nicht mehr viel übrig von dem Zug. Der hat das Ding zerwürgt.
aber richtig. So ein paar tausend Tonnen Zug gegen 40.000 Kilo. Die Lok wiegt so um die 90 Tonnen ungefähr. Die Güterwaggons, ich weiß nicht, ob die jetzt leer oder voll haben, die haben hier der 50 Tonnen schwer. Pro Anhänger. Und die haben so 20, 30 Stück dranhängen. Da kannst du irgendwie mal ausrechnen, was, wenn du mal so ein Ding siehst, acht mal drauf, was sie auf als Tonnenanzahl auf irgendwo auf dem Blech stehen haben. Und dann mal durchrechnen, was 30 Waggons, was der für Gewicht hinterher zieht, was das für eine Masse ist, was sich da in Bewegung setzt. Wenn man mal drüber nachdenkt, da hast du mit dem LKW keine Chance. Wahnsinn. Wenn du keinen Respekt vor so einem Ding hast, weder vom LKW noch vom Zug, dann gute Nacht. Wenn du meinst, du kannst mit dem PKW dich mit dem LKW anlegen, naja, die Realität holt dich ein. Auf alle Fälle. Spätestens im Krankenhaus wird ja klar, das hätte ich lieber nicht machen sollen. Das war blöd von dir. Der wohl bekannteste Film überhaupt, den habe ich jetzt glaube ich schon was der Geier, 10-mal angeguckt, ist eine Verfolgungsjagd mit so einem Laster, mit so einem kleinen, was heißt ein Jeep oder so einem Ladefläche im Pickup. Geklaut, Bullen hinten nach, rast auf eine riesengroße Kreuzung zu, kommt ein schwerer Lastzug und in dem Moment fährt er über die Kreuzung drüber. Genau vor die Haube von dem Haubenlaster. Und er kommt mit 90 angeschossen. Und er ist genau in dem Moment, ist er hier vorne an der Haube. Er fährt nicht hier über die Kreuzung drüber an dem LKW vorbei, nein, der wird vom LKW mitgenommen. Da sieht es nur noch an der Staubwolke. Da hat es das Auto zerrissen. Von lauter, lass mir auch noch mit. Frontal. Ich weiß nicht, was sind die gerast? 110 Meilen. Und er hat den mit 90 km erwischt. Batsch. Gib ihn. Dadurch den Kantenschoner. Naja, hat da einer was verloren? Kantenschoner? Hol ich das Bandgott? Hol ich die Ladung? Na, ja, zum Glück ist ja kein Laden. Oder sie haben sich schon aufgekehrt. Oh, aufgucken. Das Handy ist aus. Ja. D2100 Samsung. Passwort. Würde ich mal sagen. D2001 Edge Quadroband. Quadband. Achso. Aufgrund des Akkuwechsels muss nach dem Neustart das Datum und die Uhrzeit eingestellt werden. Was? Was für ein Datumwechsel? Was für ein Batteriewechsel? Ja, nein, ja, ja! Ja, ist in Ordnung. Nachricht. Mach ich jetzt? 0001. Was haben wir denn? 12 und 9? 1, 2, 1. 1. 1.
1, 2, sag mal, willst du mich hier verarschen? Berlin, Uhrzeit, möchte ich gerne einstellen. Aber geht nicht. 1. Hallo, Uhrzeit. Ja, warum ja auch speichern, ist mir recht. Gespeichert. Danke fürs Gespräch. So, jetzt geben wir mal Gas auf die Mobil. Mit dem nicht hinterher schleichen. Wohnverbot ist aufgehoben, soweit ich gesehen habe. Wenn der Kollege hier aus Bremen meint, der müsste hier mit 80 entlang fahren, von mir aus kann er gerne tun. Aber ich muss mir das nicht antun. Wenn der Sprinterfahrer mit seinem Wassergeier, Fiat oder was auch immer das sein mag, mal ein bisschen Gas geben könnte, das ist ein Renault, dann könnten wir vielleicht auch mal überholen. Ja, da kann der Herr aus Bremen kann hier ein bisschen spazieren fahren, habe ich nichts dagegen. Stört mich nicht die Ruhe. Nicht wahr? Nachrichten vom Chef. Anzeigen. Chef-Anruf. 26.10.02. Ach so. Er hat angerufen. 63. Ja, von mir aus. Anruf. 33. Transport, bla bla bla, bitte fahren Sie an Tor B. Mobil vom T-Bitel. Geht. Den Drecksverein. Den habe ich ja gefressen. Mobil vom T-Bitel. Diesen Gaunerverein. Flatrate mit 170 Euro pro Monat. Das sollen wir mal einer erklären. Das sollen wir mal einer erklären, wie das funktioniert. Nehmen wir Flatrate für, was hat die gekostet, 40 Euro und monatliche Abbuchung 170, knapp 170, manchmal etwas mehr wie 170 Euro. Muss man sich schon fragen, wofür bezahle ich eigentlich 40 Euro für Flat? Scheiße, Wohlverbot. Wenn die dann am Schluss 170 Euro abbuchen, dann langsam die Penne ja hier, Vogel und ein Pony. Habe ich mein Konto sperren lassen für den Verein. Das sind nicht meine Freunde. Habe ich den Vertrag aufgelöst. Das war Überholverbot, du Honkodamischer. Wenn jetzt die Bullen hinterher fahren, dann kommt er nach. Schreibersilo. Überholverbot aufgehoben. Jetzt erst. Jetzt darf er überholen. Ach so, Franzose. Da wundert mich nichts mehr. Da wundert mich nichts mehr. Jetzt kommt noch das Wohnmobil rüber. Jetzt wird's knapp. Wenn der Kollege jetzt bremsen muss, weil das Wohnmobil richtig schön vor ihm reinzieht. Da ist nicht nur Polen offen.
Frankreich auch. Abschleppdienst? Nee, doch nicht. Doch, Abschleppdienst. Aber ich habe gedacht, der hat den LKW am Arsch. Nein, der hat ein Haus drauf. Ein Wohn. Hat er Geld dran gehabt? Das Häuschen? Ja, da hat er Geld dran gehabt. Ja. So eine Holzhütte mit zwei Rädern, so lumpige Räder unten dran. Hallo? Naja. Flugzeug steigt auf. Zwei motorisch. Zwei Düsenantrieb. Also zwei hier so. Oder hat er drei? Hinten am Heck noch eins? Nee, ne? Links und rechts jeweils einen Rolls-Royce. Triebwerk wahrscheinlich. Keine Ahnung. Was denn? Wo will der Franzose hin? Auf die A5? Echt? Na, Audi-Fahrer, wir bleiben so ein bisschen eng hier. Wenn du da noch rein willst, dann wär's an. Man darf ja rechts überholen an der Stelle. Da darfst du hier in dem Bereich darfst du kreuz und quer fahren. Du darfst ja auf der mittleren Spur vorbei und rechts an dem Schreiber Silo darfst du vorbei. Das ist erlaubt. Du darfst dich dann vorne Richtung Basel einordnen, wenn du es schaffst. So, was haben wir denn hier? Achso, das war deine Dreieck Darmstadt gesperrt, Vollsperrung vom 27.06. Naja. Erreicht, wenn du die ganzen LKWs überholst, hier darfst du, die Kurve hier darfst du nur mit 40 fahren. Beim LKW sogar weniger. Eigentlich gar nichts. Du hast nichts gewonnen, du hast nichts verloren eigentlich, kann man sagen. Wenn jetzt einer auf die Idee kommt, ja, man hat was verloren, dass du immer mit hier Countdown stellst du mal Handy ein und deine Rundenzeit und so. Ist das wirklich so? Dass du die Sekunden zählst, die du früher daheim bist? Lass eine Minute sein. Eine Minute. Hallo? Wenn es eine Stunde wäre, würde ich ja nichts sagen, aber eine Minute? Lass es 5 Minuten sein. Toll. Du hast 5 Minuten, naja, hast du eingespart. Danke. Dafür bist du gefahren wie eine gesenkte Sau. Und hast dann dein Leben mehrmals riskiert. Ja, wenn das Hirn zu klein ist und nicht mehr für die Atmung reicht, oder nur noch für die Atmung, das Denken nicht ausreicht. Rauszieht, weil er mit 1 Meter Abstand hinter einem anderen Kollegen bei Tempo 200 hinten nachkriegst. Und die kommt
Probierfahrzeug von hinten nach und misst den Abstand. Könnt ihr ja locker machen. Ja, hier sind dann nicht umsonst Striche auf der Land, auf der Autobahn. Auf der Landstraße auch teilweise. Also so Querstriche. Im Abstand von 50 Metern, wenn man hier als LKW zum Beispiel, sieht man zum Beispiel auf der A7 bei der Abfahrt Werneck-Schweinfurt, also nicht bei der Abfahrt, sondern bei der Auffahrt Richtung Würzburg, sind so dicke Streifen von links nach rechts auf der LKW-Spur und auf der Großspur, glaube ich, oder Großspur eigentlich auch, ja. Da wird dann die Kamera montiert und die misst dann aus, die können dann ausrechnen, wie viel Meter Abstand noch gefehlt hat. Das können die machen. Können wir dann nachgucken, 1 Meter Abstand? Sehr schön, kommt wieder Geld in die Kasse vom Staat. Und das nicht zu knapp. Überholverbot für LKWs? Natürlich. Nur nicht in der Nacht. Aber in der Nacht wird ja auch nicht hier Abstand gemessen. Kommen dann die netten Kollegen mit dieser komischen Kelle, die man sich hier mal ganz nett mit dir unterhalten. Eine lustige Fahrweise, die du an den Tag legst, nur weil du 2 Minuten eher daheim sein möchtest. So ungefähr. Und dann fragen die dich ganz nett und freundlich, sind sie besoffen oder sind sie einfach nur hier strunzdämlich? Ja, 1 Meter Abstand bei Tempo 200, das macht dazu so viel Euro. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben gewonnen, 1 Jahr Führerschein entzogen. Bei Tempo 80 mit 200, 120 zu viel, abzüglich 5% Toleranz, trotzdem noch weit über 40 km/h. Lass mal 50 sein, ist egal. Das ist doppelt so viel. Lass 100 km/h zu schnell sein. Ja, abzüglich Toleranz. Ja, viel Spaß. Das reicht auf jeden Fall. Fußgänger des Jahres. Wenn du dich dann noch hinstellst und das Jammern anfängst, ich brauche meinen Führerschein, dann sagt der Kollege zu dir, hier mit den blauen Lichtern oben auf dem Dach, warum haben sie da nicht vorher Abstand gehalten? Warum sind sie dann nicht mit 80 durch die Baustelle? Warum sind sie gerast mit 200? Ja, warum sind sie 2 Meter hinten nachgefahren, wenn sie den Führerschein brauchen? Ja, aber ich brauche schon mal einen Führerschein. Vorher nachdenken, Hirn einschalten, wenn man auf die Autobahn fährt. Das ist einfach so. Ja, manche Leute sagen, ich bin Vertreter, ich brauche meinen Führerschein. Da kann ich doch nichts dafür, wenn du zu blöd bist, zum Abstand halten. Oder zum 80 fahren. Da kann ich doch nichts dafür. Ja, Strafe muss sein. 1 Jahr. Mindestens. Oder wenn du den LKW ausbremst, ne, und der knürt dir mal den Kofferraum ins Handschuhfach und dann kommt jemand dazu, der LKW hat die Kamera und der zeigt halt richtig schön, nein, er ist nicht aufgefahren, du hast gebremst. Dann sagt der Richter, das ist schön für Sie, machen wir psychologisches Gutachten, schauen wir, ob Sie bremsen in der Birne. Und dann entscheiden wir, ob sie den Führerschein wieder kriegen. Ja, aber ich brauche doch mal einen Führerschein. Die hätten sie vorher überlegen müssen, bevor sie den LKW ausgebremst haben. Dass ihr Auto auf die halbe Größe dann gestaucht hat. Aber ich brauche doch mal einen Führerschein. Da hätten sie vorher drüber überlegen müssen. Schalt doch vorher mal dein Hirn ein. Du kannst den Kollegen ja anzeigen. Verkehrsgefährdung, weil er mit einem Blinker rüber auf die Bodenspur ist, weil er dich gefährdet, weil du mit 250 angeschossen kommen bist. Ja. Aber dir fehlt ja Zeuge, wenn du allein sitzt, Aussage gegen Aussage. Da hast du nicht viel Chance. Wenn du dem jetzt in dem Moment hinten drauf wärst, kannst du sagen, hier, pass mal auf,
Ja, LKW ist rausgezogen, ich bin mit 200 angeschossen gekommen, ich bin hinten drauf gefahren. Punkt. Haben Sie Beweise dafür? Ja. Deswegen fahre ich mit Kamera. Damit das gar nicht die Kollegen oder irgendwelche Honks auf die Idee kommen, komm hier rüber und dann in die Eisen steigen. Das ist schon oft vorkommen. Ich denke auch gar nicht großartig drüber nach, ob ich jetzt auf die Eisen steigen muss. Ich lasse einfach rollen. Ich gehe runter vom Gas und wenn er meint, er müsste bremsen, soll er ruhig bremsen. Er kriegt die Rechnung geschickt. Entweder auf dem Friedhof oder ins Krankenhaus. Das werden wir sehen, wenn es soweit ist. Ist einfach so. Man muss die Konsequenzen tragen, das an Tun und Handeln. Hatte ich schon, da ist ein BKW vor mir rüber und voll in die Eisen gestiegen. Das war zu meiner Anfängerzeit. Da war er so 5 cm vor meinem F2000 geklebt. So ein unkollegischer BMW-Fahrer. Und? Habe ich jetzt gebremst wegen dir? Nö, ne? Der hat in den Rückspiegel geguckt, der hat nur noch das MRN-Zeichen vor mir im Rückspiegel gesehen. Mir hat er nicht mehr zu sehen gekriegt. Mein Kühlergrill mit dem MRN-Zeichen. Oder die Stoßstange mit dem Nummernschild, ich weiß es nicht. Begrenzungslicht am Arsch. Kennzeichenlicht am Arsch. Und? Mir wurscht. Ich bin am Arsch vorbei. Was meint ihr, wie schnell der das Gaspedal durchgedreht hat? Weil er Angst hatte um sein BMW. Sie haben nur 5 cm haben noch gefehlt. Da hätte ich ihm das Heck ins Handschuhfach gedrückt. Ich habe gerade einen Volvo hinter mir. Ich habe noch ein bisschen Abstand, habe ich noch drauf. Ist jetzt nicht ganz so, aber könnte ein bisschen besser sein. Aber der Volvo-Fahrer, der drückt mich auch immer weiter rein. 1,2 Kilometer, A60, Rüsselsheimer Dreieck. Fahren wir gleich runter. Und dann ist Rollverbot. Ja. Oder auch eine schöne Sache: fährt vor mir ein Schüttguttransporter. Ich fahre mit meinem LKW F2000 damals noch. Hinten nach für Opel Antwerpen sind wir gefahren, das war bei Aachen. Kommt ein LKW, so ein Kleinlaster mit Wohnanhänger raus aus dem Parkplatz. Der ist an dem LKW vorbei. Mit dem LKW, mit dem Kleinlaster. Ist er am LKW vorbei und zieht rüber. Und der Schüttguttransporter steigt in die Eisen. Weil der Wohnanhänger, den hat der Fahrer von dem LKW vergessen, dass er den noch hinten dran hatte. Ich weiß nicht warum, wieso, weshalb. Ob er ihn vergessen hat, ob der plötzlich im Spiegel verschwunden ist, ich weiß es nicht. Der ist einfach rübergezogen. Der Schüttgut hat gebremst, es hat eine Staubwolke gegeben. Und ich bin über auf die Standspur auf die Notbremsung eingeleitet. Der LKW musste ja auch bremsen, der war dann neben mir gestanden. Ich bin ungefähr die Hälfte noch an ihm vorbeigerutscht. Es waren gute 10 Meter, 10, 12 Meter, wo ich vorbei bin. Und ich habe Abstand gehabt. Das ist Reaktionszeit. Das ist, wenn man hier die dick gestrichene Linie anguckt. Und wenn ich den Schatten auf dem Boden sehe, das ist ein dick gestricheltes und ein leerer Freiraum. Und so ein Ding ist, wie lang ist so ein Teil? Sagen wir 6 Meter plus 4 Meter leer, macht 10 Meter Abstand. Na, gute Nacht. Großmahlzeit. Abstand wird größer.
Der fährt genauso schnell wie ich. Aber wisst ihr, was das Schöne ist? Mainz, Kaiserslautern, Abstandsmessung.